Brown. EWINSIDE. Revi? Revi? Revi, hallo? Was? Masi? Bist du da? Alles okay? Oh, mein Kopf. Ich... Ich hab dich ins Krankenhaus gebracht. Was? Wo? Was ist passiert? Ich... Oh Gott, ich... Oh, weißt du, wie ich mit vollem Namen heiße? Masi. Masitrix. Genau, Masitrix. Und weißt du, wie du heißt? Revi. Weißt du, wo du bist? In welchem Land? In welcher Stadt? Empire. Genau. Alles in Ordnung. Revi, du wurdest... Weißt du noch, was passiert ist? Oh Gott, wie sehe ich aus? Was zum... Du hast extreme Verletzungen davongetragen. Du hast Verbrennungen dritten Grades an dir sogar. Wie bin ich hier hingekommen? Was zum... Petrit hat ein Attentat an dir verübt. Oh Gott, ich erinnere mich. Die Lava, ich... Genau, du bist in die Lava gefallen. Alles tut weh, ich... Oh Gott. Masi, sag mir, wann werde ich immer so aussehen? Ich werde versuchen, alles mit meiner Magie möglich zu machen, aber derzeit kann ich keine Magie an dir wirken. Du bist zu schwach, Revi. Krankenhaus essen, ich... Oh. Ich glaube, ich kann jetzt erstmal nichts essen, aber danke, Masi. Nicht, wenn ich diese Spritze oder irgendwie... Oh, au! Tut mir leid, ich... Ich merke, deine Hand... Was zum Teufel ist hier denn? Oh Gott, was ist das denn? Das ist ein Desinfektionsraum. Komm, damit wir dich desinfizieren können. Komm. Oh, mein Schädel, Alter. Ich... Komm hier raus. Alles okay? Welchen Tag haben wir heute? Warte, sag Sonntag. Heute? Ja, genau. Heute ist Sonntag. Was? Es ist Sonntag? Du bist eine ganze Nacht sogar da drin geblieben. Ein Tag und eine Nacht. Heute Abend muss der große Schlag gegen die Mafia... Oh Gott, ich... Ja, aber du bist nicht imstande, gegen die Mafia vorzutreten. Schau dich doch mal an, Mann. Was ist das hier für ein Ort? Deine Beine sind total zerrissen. Deine Kleider total kaputt und dein Kopf hat immer noch Riesenverletzungen. Sogar dein Hut ist abgebrannt. Was ist das hier für ein Ort? Wieso sind hier keine anderen Patienten? Wir haben alle rausgebracht. Weil ich hatte Angst, dass Maverick vielleicht, eine Spur von dir sucht. Du hattest echt Glück, dass du nicht, hier gelandet bist. Im Leichenraum? Dachtest du, dass ich wirklich... War es das so war ein knapp? Riesenkampf. Ich habe die ganze Nacht damit verbracht, an dir rumzuwerkeln. Aber der Baum, der muss mich doch zurückbringen, oder? Der Baum hat dich zurückgebracht, aber du weißt ja, von wem die Lava ist, oder? Von Maverick, ja. Und die Lava von Maverick, die bewirkt genau das Gegenteil. Und ich musste dich retten. Und der Baum konnte dich halt nur am Leben behalten, halt nicht retten. Verstehst du? Können wir... Willst du wieder zurück? Ja. Okay, gut. Okay, alles okay. Ja, tut mir leid, das Schlafmittel ist... Kein Problem. Wie kommen wir hier raus? Wo ist hier der Ausgang? Oh, Giam, da. Masi, was redest du da? Masi! Masi, was sprichst du? Masi? Oh Gott! Revi? Wir sind zurück in der Stadt? Ja, wir sind wieder zurück in der Stadt. Ich muss meine Sachen zurückholen. Die Petra hat mir mein Amulett genommen. Beweg dich nicht zu stark. Revi, du bist doch viel zu schwach auf dem Bein. Es könnte sein, dass du anfängst, Blut zu husten. Deine inneren Organe sind auch verbrannt zum Teil. Was zum Teufel? Wie... Habe ich von der Lava was runtergeschluckt, oder? Ja, du hast die Lava runtergeschluckt. Gott, du bist ertrunken. Mein Schädel, du glaubst gar nicht, wie... Liegt hier vorne noch irgendetwas, Masi, oder... Ich habe noch gar nicht überprüft. Ich habe wirklich nicht geguckt, ob irgendetwas von deinen Sachen da noch rumliegt. Ich brauche meine Sachen, auf meine bei Waffen der Lava. Wieder. Du bist noch zu schwach. Die Dinge... Wir müssen doch gegen Petrit was tun. Ja, wir müssen etwas gegen ihn tun. Ich verstehe es jetzt auch. Er ist... Oh nein, das sieht so aus, als wäre entweder alles verbrannt oder nichts mehr hier, oder? Ich habe versucht, dir mit Wasser das Gröbste noch zu verdecken, dass du überlebst, aber... Oh Gott. Es war nichts da und... Es tut mir wirklich leid, Revi. Ich habe wirklich versucht, dich zu retten. Wenn wir nicht hingegangen wären, wäre das alles nie passiert, Masi. Es tut mir wirklich leid. Oh Gott, aber... Aber Maverick ist halt ein Riesenproblem und ich hätte nicht gedacht, dass Petrit das mit dir anstellt. Ich habe dir doch gesagt, wie gefährlich es ist. Ich habe doch gesagt, dass wir die Mafia erst vernichten müssen und dann die verdammten... Dann werden wir uns jetzt darum kümmern, um die Mafia. Ja, lass uns du musst mir einfach eine Aufgabe geben, damit ich die Mafia auch irgendwie zerstören kann. Komm mit in meinen Keller, ich rüste mich kurz aus, ich werde mir die nötigen Sachen... Oh Gott, dieses Krankenhaus... Oh, ist ja staubtrocken, Alter. Ekelhaft. Es tut mir leid. Komm mit mir in den Keller und dann werden wir uns um diesen dreckigen Bastard hier noch kümmern. Oh, tut mir leid, ich... Gottes Willen, was mir das angetan hast. Ich will meine Sachen zurück und meine Ehre, Petrit. Heute Abend, Masitrix, wir werden trotzdem zuschlagen um 19.30 Uhr. Ist das klar? Egal, ja, in welcher okay, Verfassung es ist ich klar, befinde, ich bin egal, dabei. Egal, was passiert, Masi, ich werde... Oh Gott, ich... Alles kommt gut. Ganz ruhig. Oh, es tut mir leid, diese Schlaftabletten, ich... Oh, diese Schmerzmittel machen mich verdammt müde, Masi. Oh Gott. Aber du musst aufpassen, du darfst nicht so kaputt sein.
Ja, wir müssen. Du musst unbedingt deine Kräfte sparen, wenn du angreifen willst. Heute Abend müssen wir angreifen, Basi. Ich brauche meine SWAT-Team-Jungs und. Gott, ja, wo sind die denn? Kann ich sie für dich irgendwie holen, oder? Ja, ich sind sie schon verständlich? Ich finde schon, pass auf. Ich werde ganz kurz in meinen Keller runter und mir die Sachen da holen, die notwendig sind und dann passt das soweit schon, okay? Gottes Willen, ich kann nur hoffen, dass. Ich hoffe, dass Mo heute Abend auch da ist, der dreckige Verräter, der mich versucht hat mit einer Mein Kopf! Masi? 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 Alles gut? Ich habe eine Vision! Was? Masi? Masi! Ich habe was gesehen! Was ist passiert? Was hast du gesehen? Vier Tage. Was? Vier Tage. Nein, das kann nicht sein. Das müssen wir doch irgendwie aufhalten können. Er will alle töten. Ich habe seine Festung gesehen. Ich habe gesehen, wie seine Armee sich vorbereitet. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die ganze Mafia-Geschichte und dann um den Rest, okay? Dann werden wir das tun. Wir müssen aber schnell machen. Okay, so wie es ausgesehen hat, keine Sorgen, ist die Armee keine bereit. Was ist denn hier? Hey, Rebi, ich habe etwas Neues gefunden. Tobi, Herr Rebi, was Neues ist in der Kiste. Hey, in der Kiste ist nichts drin. Hä, was ist denn in der Kiste drin? Ich weiß nicht, irgendwie... Oh mein Gott, Masi, vorsichtig! Was? Was zum Teufel? Was zum Teufel ist hier passiert? Oh mein Gott. Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das denn? Mein Haus, es ist alles kaputt. Masi? Revi, alles okay? Mein Haus! Nein, nicht da noch mein Haus! Guck mal nach oben, Revi. Was? Petrit, du Dreckiger! Siehst du mich? Petrit, schau mich an, was du mit mir angestellt hast. Ich bin komplett entstellt, du Hundesohn. Er hat es alles überlebt. Er hat es alles überlebt. Natürlich hat er es überlebt, du Schwächling. Naja, aber mit diesen Wunden musst du jetzt weiterleben, Revi. Petrit, naja, die kann ich aber heilen, weißt ja, du? Ja, er kann das heilen, Petrit. Du wirst heute Abend sowas von dran glauben, Petrit. Du brauchst dich trotzdem noch nach dieser Aktion trotzdem meine Mafia anzugreifen? Nein, ich meine, wir werden ein Disziplinarverfahren gegen dich eröffnen. Ein Disziplinarverfahren, ich glaube es, Hack. Ich glaube wirklich, wenn du, Revi, die dunkle Bruderschaft irgendwie angreifen solltest, dann war das hier nur der Anfang. Meine Männer warten nur darauf, dich niederzuschlachten, du Hundesohn. Und selbst wenn ich schwach bin, sind meine Männer stark. Wir wissen überall, wo deine Männer positioniert sind, wo ihre Familien sind, wo ihre Kinder sind. Sollten deine Männer nur einen Finger rühren. Mach dir keine Sorge, ich habe Magie. Wir werden die Kinder abschlachten, wir werden die Frauen umbringen und gefangen nehmen, Revi. Petrit, wieso tust du das? Du hast mir alles genommen, meine Waffen, meine Haus. Warum machst du das, Petrit? Wieso? Das fragst du dich noch? Revi, die Vergangenheit, was du mit mir angestellt hast. Was habe ich mit dir angestellt, Petrit? Du hast immer nur Ärger gemacht in der Stadt. Du hast immer nur Krieg gewollt. Außerdem ist es meine Bestimmung, die Familie der dunklen Bruderschaft, die Blutlinie weiterzuführen. Das ist eine Die Blutlinie, Petrit, das hast du doch gerade erst alles ausgedacht. Nein. Mama, sie gibt mir dein Schwert und ich greife dir jetzt an. Du kannst sie nicht angreifen, du bist noch zu schwach. Revi. Ich habe ein Erbe bekommen, ein Buch. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Die dunkle Bruderschaft gibt es schon etwas länger. Und es ist meine Aufgabe, dass sie weiter besteht. Und ich werde nicht zulassen, dass sie fällt wegen dir. Wir werden ihn töten. Mach dir keine Sorgen, Revi. Wir werden ihn töten. Hör auf. Du meinst heute. Das Disziplinarverfahren wird kommen und der Rest auch, Petrit. Disziplinarverfahren. Komm und wir schlachten euch nieder. Es herrscht Krieg. Ich will nichts von Frieden oder sonst was hören. Was du mir angetan hast, Revi, das ist nicht wieder gut. Schau, was du mir angetan hast, Petrit. Du hast mir alles genommen, was mir wichtig ist. Du hast mir Neva genommen mit Masi, mit Maverick. Ihr beiden, ihr hängt sich doch unter einer Decke. Petrit, erkenn doch endlich, dass es was Wichtigeres gibt als unseren Zwist, verdammt nochmal. Hör mir zu. Dein Haus da, das ist nichts im Vergleich zu den Qualen, die ich erlitten habe. Hast du verstanden, Revi? Und das ist alles nichts zu den Qualen, die wir erleiden werden, wenn wir nicht Maverick töten. Die Qual, die du erlitten hast, Petrit, lächerlich. Lächerlich. Ist keine Gefahr für die dunkle Bruderschaft. Ihr könnt euch gerne mit ihm auseinandersetzen, aber gegen uns hat er eh nichts auszusetzen. Hat er nicht, dann werden wir dafür sorgen, dass er euch zuerst angreift. Okay, wenn er uns angreift, dann... Wir sehen es, du Hundesohn. Verschwinde von der Stadt. Oder ich rufe die Wachen, verschwinde. Verschwinde. Ich will auch nicht in dieser Stadt länger verschwinde, bleiben. Los, verschwinde, hab ich gesagt. Mach dich vom Acker. Missgestalt. Oh Gott, Masi, erkennst du jetzt, was ich meine? Guck dir an, was er angerichtet hat. Er hat alles zerstört. Er hat mir meinen ganzen Fortschritt, da war mein gesamter Fortschritt drin, meine gesamten anderen Waffenvorräte, alles. Ich kann mir nicht vorstellen, weißt Masi, ich werde heute Abend angreifen, egal wie es mir geht. Und wenn ich beim Versuch draufgehe. Ja, wir werden sie töten, mach dir keine Sorgen. Masi, du wirst dir heute Abend die gleiche Rüstung anziehen wie ich und dann werden wir sie verdammt nochmal niederschlachten. Wir werden sie angreifen, wir werden sie zerstören, mach dir keine Sorgen darüber. Ich werde dir sogar helfen mit der Magie, wir werden noch mehr Schutzmagie haben. Und die Kinder von deinen Kriegern, mach dir keine Sorge um die. Er hat alles zerstört, meine Redstone-Leitung, alles, alle Schaltungen, der ganze Arbeitsaufwand, Masi, das geht zu weit. Und wenn wir die Mafia...
Wenn wir die Mafia erledigt haben, dann kümmern wir uns um Maverick. Ist das klar? Das will ich nicht, wir werden uns definitiv um Maverick kümmern. Maverick wird sterben und er wird genauso leiden wie Patrick. Patrick, ich sag dir ganz sicher, Patrick, warum will ich das sagen, Alter? Patrick, weißt du, ich kannte mal einen bescheuerten Seestern, der so hieß. Ist ja auch total egal, ist ja total egal. Hauptsache ist, dass es heute Abend ein Ende für die Mafia geben wird. Das geht deutlich zu weit. Meine Waffe hier vorne ist bereits einsatzbereit. Tobi braucht noch ein paar Feinjustierungen daran vornehmen und dann sind wir soweit, okay? Basi, wir treffen uns heute Abend um 19:30 bei mir im Haus zur Krisenbesprechung und dann greifen wir an, ist das klar? Das werden wir machen, wir greifen ihn an. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gemeinsam werden für die Stadt, für Empire. Für die Stadt und für Empire und für mein Haus und für die Qualen, die wir durchleiden müssen. Wegen diesen dreckigen Hunden. Okay, Masi, ich ruhe mich oben noch was aus. Ich glaube, ich lege mich noch was hin. Und ich werde noch ein bisschen Magie vorbereiten. Gut, bis heute Abend, 19:30. Kannst du Rauchbomben mitbringen? Wir brauchen eine Menge Rauchbomben, Masi. Ich werde du? Auch Rauchbomben organisieren. Gut, gut, gut. Und ich lege mich etwas hin und spreche mich später mit den Jungs. Mach's gut, Masi. Gott, Gott. Tschüss, Remi. Mach's gut. Bis die Tage. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Oh. Leute, das war's von dieser wunderschönen Folge von Minecraft Empire. Heute Abend ist es endlich soweit. 19:30. Wir werden die verdammt nochmal vernichten. Wir werden ihre gesamte Mafia-Organisation dem Boden gleich machen. Wir sehen uns heute Abend um 19:30 beim Livestream. Macht's gut. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.